Das Schicksal kriegt dich nur, wenn du es lässt. Wir schmieden unser eigenes Schicksal. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Fuma. Heute dreht sich alles wieder um God of War Ragnarök. Falls ihr es verpasst habt, das ist das letzte Video dazu gewesen zu God of War Ragnarök, denn auf meinem Kanal gibt es Tipps, Tricks und Guides. Und damit ihr nichts mehr verpasst, würde ich mich mega über ein Abo freuen und natürlich die Glocke aktivieren. Oder wie würde Alvor von Assassin's Creed Valhalla dazu sagen? Was? Höre ich da die Glocke? Nein! Nice. Und natürlich, damit ihr das andere Video nicht verpasst zu meinen anderen Blockbustern, dann checkt hier auf jeden Fall dieses Video aus. Ihr könnt natürlich auch interaktiv in meinem Livestream reinswitchen und dort Fragen stellen, die ich natürlich gerne für euch beantworte zu God of War Ragnarök. Doch jetzt, meine lieben Freunde, bleibt gesund, Semper Fi, und lassen wir es richtig krachen. Let's do it! Erinnert mich an ein Lied aus Vanaheim, das ich einst hörte. Wir können jetzt den Fluss erkunden und vielleicht alte Missstände beheben. Was ist das? Das Wappen von Skirtnir. Leider nicht so schlau, wie er dachte. Hey. Schön, dass ihr Erfolg hattet, wobei auch immer du ihr geholfen hast. Verzeihung, Freer. Viel zu tun.
könnten wir durchkommen. Mehr Beute, ja? Ich habe die Schmiede in Freyas Lager gesehen. Hat Brock ihnen die ganze Zeit geholfen? Ah, du kennst Lunda noch nicht. Wer ist Lunda? Eine alte Kumpanin der Hulgen. Sie ist Freyas Schmiedin, sorgt für Waffen und Ausrüstung seines Trupps. Wow, noch eine legendäre Schmiede. Sie kennt sicher tolle Geschichten. Sire. Ich habe schon viele Geschichten über deine Heimat gehört. Und auch, dass du in einem Turnier gekämpft hast. Ich kämpfte in vielen Wettstreiten. Aber diese eine. Du sollst gegen Bestien, Schurken, Prinzessinnen, untote Automaten und den größten Musiker aller Zeiten gekämpft haben? Das stimmt doch nicht, oder? Darüber möchte ich nicht reden. Schön, wie du meinst. Hinter dir! Immer noch unangenehm! Schön vorsichtig, dass du Beef reißt! Unter einem Schildschlag! Hinter dir, pass auf! Hinter dir, Kratos! Hinter dir! Ich verstehe nicht, warum sie noch kämpfen. Haben sie Odins Tod nicht gespürt? Sie sind Soldaten. Sie werden ihm immer treu sein, lebendig oder tot. Das ist eine Frage der Ehre. Ja, sie werden weiter seinen Befehlen folgen und die Welten unterdrücken. Aber nicht mehr sehr lange. Wenn euch mein kleines Erklärbär-Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo und ein Like da. Damit ihr nichts mehr verpasst, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Es werden auch weitere Erklärbär-Videos folgen. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi, euer Fuma.